Hallo ihr Lieben. Ja, ich bin mega stolz, dass ich mein Projekt beenden konnte. Und zwar die stickenden Gänse. Ihr glaubt gar nicht, was das für eine Arbeit war, diese ganzen Rückstiche. Also das war, ich bin schier verzweifelt, aber ich habe es geschafft. Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Ja, das habe ich ja aus einer Kooperation damals her. Angefangen hatte ich das dieses Jahr Stitchmania im Mai. Und ja, das war ja eine Stickpackung. Da waren denn die Garne mit drin. Hier habe ich auch noch welche über. Die werde ich, weil ja hier die DMC-Farben sind. Nummern sind, werde ich die wegsortieren. Ich muss schauen, es gibt teilweise ja Farbunterschiede, aber zumindest werde ich versuchen, die wegzuordnen. Ja, ich hatte das hier in so einem kleinen A5-Behältnis drin und ich bin froh, weil ich brauche diese Meshtasche für meine neuen Sachen, die jetzt kommen. Diesen Zoll, ich habe ja verschiedene Sachen. Ach, hört auf. So, auf jeden Fall geht es hier rum. Ich möchte euch mal ja einen Einblick geben. Wie der Fortschritt war von mir. Also ich habe es natürlich ganz normal gestickt. Und dann sieht es so aus. Und dann habe ich die Rückstiche dazu genommen und dann sah es so aus. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied, ne? Was so Rückstiche oder Backstitches, wie man es nennt, ausmachen. Also ich muss euch wirklich sagen, ich bin hellauf begeistert davon. Und was mich auch freut, so 24, das ist das 39. Projekt. Hier habe ich heute schon eingetragen. Heute ist der 14.10.24. Das Stitch Buddy war ja meine Wiki, ne, genau. Und am 12. Mai 24 haben wir angefangen. Es ist auf 14 Count, es war ein bedruckter Stoff. Und wir sind so verblieben, die Vicky und ich, dass wir gesagt haben, ich bin die linke Gans und sie ist die rechte Gans, weil ich bin Linkshänder und sie ist Rechtshänder. Ja, liebe Grüße hier an der Stelle, Vicky. Ja, ich zeige euch mal jetzt ein kleines Filmchen, diese Vordruckbilder. Ja, kann man ja in Wasserbad legen und dann geht die Farbe und das alles weg. Und wie gesagt, das Video möchte ich kurz einspielen. Bis gleich. Ich freue mich, dass ich mal wieder ein Vordruckbild habe, weil dann kann ich euch das nochmal demonstrieren, wie das ist hier, um wenn das Ganze weggeht. Ich habe jetzt so, ja, warmes Wasser, ein bisschen Spüli reingemacht, einen Hauch. Und ja, dann lege ich das jetzt hier einfach mal so rein. Und lasse das hier drin, ja, eine ganze Weile hier vor sich hin waschen. Ich würde erst mal sagen, ich lasse es so, ja, wie gesagt, hier drin und dann schauen wir mal, wie sich das so nach und nach verändert. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Also man merkt, dass diese Farben hier schon ein bisschen heller werden. Das ist nicht mehr ganz so stark, so empfinde ich das. Aber ich will jetzt erstmal nicht mit den
Händen hier drin rumpanschen, sondern wir warten. So, 10 Minuten später oder nicht ganz 10 Minuten später, das Wasser hat sich verfärbt und ihr seht schon, dass der Hintergrund so gut wie verschwindet. Also warten wir jetzt noch eine Weile. Ja, genau. Warten wir noch. So, noch weiteren 5 Minuten und nochmal das Wasser gewechselt, muss ich sagen. Ist es, ja, alles rausgegangen. Kurz mal hier wegstellen. Ja, ich breite es mal aus. Also hier ist jetzt noch eine kleine rötliche Stelle und hier auch. Ich werde es mal noch drin lassen. Hier ist noch was. Aber im Endeffekt sieht man das fertige Ergebnis schon super. Bloß ich lasse es jetzt noch eine Weile drin, dass es dann noch das letzte noch rausgeht. Ich glaube schon, ich glaube, man muss 20 Minuten oder so das im warmen Wasser lassen. Ja, und dann sehen wir uns gleich zum Finish. So, ja, das ist immer wieder faszinierend. Das ist, wie gesagt, mein zweites. Mein allererstes war ja meine Lombard Street und nun hier drunter liegen meine stickenden Gänse und jetzt werde ich das Geheimnis hier lüften. Tara, ich nehme euch mal runter. Ja, die Lichtverhältnisse sind heute leider nicht mehr so schön. Es wird langsam Winter, ja, es wird langsam Winter, aber schaut euch doch das mal an. Sind die nicht süß? Und ihr seht, durch diese Rückstiche kommt erst dieses Bild. Na? Ich meine, es ist einfach, aber das Zählen alles und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich mich hier vertan habe. Aber es ist ein wunderschönes kleines Bild geworden. Hinten, ja, hinten ist es ein bisschen wüst. Aber es ist, ich sage mal, das ist noch total in Ordnung. Ich habe es dann trocken gebügelt und freue mich, dass ich wieder ein Teil fertig habe. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob euch das auch so plastischer vorkommt, wenn diese Rückstiche sind. Also es ist wirklich fantastisch. Ja, dann danke ich, dass ihr hier wieder mit dabei wart. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Stickliesel.